Hallo ihr Lieben, heute zu meiner 23. Heilungsgeschichte, zu meinem 23. Heilungsgeschichtengespräch hier auf YouTube. Mein Name ist Jennifer, falls du mich nicht kennst. Ich habe diesen YouTube-Kanal ins Leben gerufen und die Website dazu, www.ichhabemichselbstgeheilt.de, um dir Mut zu machen und um dir zu zeigen, dass noch so viel mehr möglich ist, als das, was du vielleicht im Moment noch glauben kannst. Und heute habe ich die liebe Petra hier bei mir. Die liebe Petra hat auch mit ein paar Diagnosen schon in ihrem Leben zu tun gehabt. Das war einmal Pfortaderthrombose, Leberfibrose und Verwachsungsbauch. Und sie wird uns jetzt auch in ihrer Heilungsgeschichte erklären, was es genau ist. Hallo liebe Petra, schön, dass du da bist. Hallo liebe Jennifer, hallo ihr Lieben da draußen. Ja, vielen lieben Dank für diese Einladung. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Super, super gerne. Lass uns doch direkt einsteigen in deine Geschichte. Erzähl uns mal ein bisschen von der Petra. Wie warst du früher? Wie hast du so getickt? Wer war die Petra früher? Also also bis zu meiner Diagnose, da war ich 4, muss ich ein sehr lebenslustiges Kind gewesen sein. aber auch so ein zurückhaltendes, was man mir so erzählt hat. Und mit 4 Jahren kam dann eben die Diagnose so von wegen Pfortaderthrombose. Und ich will das jetzt nicht so medizinisch aufdröseln. Das heißt einfach, dass die Pfortader ist die Hauptader, die zur Leber geht. Und da läuft eben das ganze Blut durch. Also es ist eines der wichtigsten Adern, die es so in unserem Organismus gibt. Und die ist bei mir kaputt gegangen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten, warum. Und dann hat es geheißen, ja, nee, also wir können nichts tun. Also wir können so eine Umgehung machen um die Leber rum. Das nennt sich Shunt. Das haben die dann auch gemacht. Und nach 4 Wochen funktionierte das nicht mehr. Und dann haben die halt zu meinen Eltern gesagt, nee, also wir können für dieses Kind nichts tun. Gehen Sie nach Hause, Sie haben ja noch ein anderes Kind. So. Was heißt das? Haben die das irgendwie abgeschrieben schon oder was? Oder ja. Das? Ja, echt? Okay. Ja, ja. Wow. Ja. Also die haben mich praktisch, die wollten mich zum Sterben nach Hause schicken. Mhm. Und meine Mutter war aber eine sehr, 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 sehr starke Persönlichkeit, und die wahnsinnig gut anderen Menschen auf den Zeiger gehen konnte. Und das hat sie dann auch, das haben mir die Ärzte später dann mal erzählt, dann auch so, boah, ihre Mutter war echt nervig, ne? Aber sie hat es dann geschafft, dass sie doch noch mal einen Arzt oder 2 Ärzte überreden konnte, die gesagt haben, okay, dann machen wir es noch mal. Also wir versuchen noch mal eine Umgehung, um die Leber zu bauen. Das haben die auch gemacht und die läuft bis heute. Und ich meine, ich bin heute 50 und keiner weiß, warum. Also eigentlich geht es nicht. Und ich habe auch wirklich in den ganzen Jahren immer wieder Menschen getroffen, die erst so die Diagnose gelesen haben und mich dann angeguckt haben und dann eben auch die OP so, und dann gesagt, nee, das geht nicht. Okay. Weil eben diese Leberfibrose passiert dann halt, klar, wenn die Pfortader nicht funktioniert, funktioniert die Leber dann natürlich auch nicht mehr. Und die Leberfibrose ist eigentlich das Vorstadium von der Leberzirrhose. Und wenn du die einmal hast, dann geht das relativ schnell, ne? Also das ist praktisch schon wirklich wie so ein Todesurteil. Und naja, aber bei mir halt nicht. Okay. Aber ich war halt dann immer krank. Also ich hatte auch einen schwerbehinderten Ausweis und dann musste ich halt sehr, sehr starke Medikamente natürlich auch nehmen. Also man hat viel an mir rumgedoktert. Meine Mutter ist mit mir wirklich ja, durch halb Europa gereist, zu Ärzten, zu Heilern, zu allem Möglichen, um irgendwie eine Lösung zu finden. Und ja, und dann hat halt die Milz irgendwann versagt, weil die dann auch gedacht hat, boah, ne, ich kriege hier nur Chemie. Hm. Nö. Und dann musste ich halt mit 8 wieder mal operiert werden. Hast du dann Medikamente geschluckt oder was die ganze Zeit? Ja, also die haben mir halt viele Medikamente eben auch gegeben, um irgendwie dieses Immunsystem am Leben zu halten. Ne? Also ein Arzt später mal, da war ich schon erwachsen, der hat mir dann erklärt, der hat dann gesagt, werde ich nie vergessen, ja, dadurch, dass das ja bei Ihnen nicht so läuft, also normalerweise das ganze Blut läuft ja durch die Leber und wird gereinigt, ne, von allen Schadstoffen und so weiter und so fort. Und bei mir läuft das ja nicht so exakt, es läuft sehr langsam und keiner weiß so genau wie. Und dann hat dieser Arzt zu mir gesagt, ja, Sie sind dann immer toxisch. Werde ich nie vergessen, mein damaliger Lebensabschnittsgefährte, der war mit im Raum, der hat dann gesagt, das kann ich nur bestätigen. Also war dann klar, ne, also auch das als
bin dann immer wieder gefragt worden, ob ich nicht irgendwie an Depressionen oder so leide oder andere Erkrankungen, und ich müsste mich nicht wundern, wenn das und dieses und jenes, weil das wäre alles eben so eine Nachwirkung von dieser Lebergeschichte. Mhm. Aber ich habe jetzt schon seit vielen Jahren immer sehr, sehr gute Leberwerte, und auch das kann sich keiner erklären. Also sie arbeitet irgendwie... Schon so viele Jahre, ja. Ja, schon so viele Jahre, und ich habe da wirklich, also ich habe nicht nur einen Verwachsungsbauch, also da sind wirklich so ganz viele Blutkreisläufe auch drin und so Sachen drin, die da nicht so hingehören. Also es ist immer wieder lustig, wenn ich zum Beispiel zum Ultraschall gehe. Ich habe jetzt seit ein paar Jahren immer denselben Arzt, weil der sehr nett ist, und wir haben am Anfang immer so heiteres Organeraten gespielt, ne? So, weil du das eben nicht so gut aufgrund der ganzen Verwachsung und so kannst du, und aufgrund dieser Blutkreisläufe, du kannst das eben nicht so gut erklären. Also du weißt schon, wo die Leber ist und so, ja, aber so andere Dinge, so, sieht man nicht so gut. Das sieht man nicht so gut. Also das sieht man nicht so gut, und also es ist jedes Mal sehr spannend, ja. Okay. Und ich nehme es halt mit Humor, wie du merkst, ne? Also es gab natürlich auch andere Zeit, ganz klar. Mit 18 hatte ich auch wieder sehr, sehr schlechte Werte, und es ging mir überhaupt nicht gut. Und dann hat man mir gesagt, ich soll mich doch transplantieren lassen, und das wollte ich aber nicht. Aber ich war eben auf einer Transplantationsliste auch ein paar Monate, glaube ich, ja, ein paar Monate. Und habe aber zu der Zeit eben geguckt, war also in so einer psychosomatischen Klinik, um eben auf diese Transplantation vorbereitet zu werden, und hatte dann Therapien jeglicher Art. Und dann nach ein paar Monaten... Die konnten sich das dann auch nicht erklären, aber dann waren die Leberwerte wieder alles so gut, dass sie dann gesagt haben, nö, machen wir nicht. Also sie hatten mir eigentlich am Anfang gesagt, ich hätte noch 6 Monate zu leben. Und dann habe ich gedacht, naja, dann ist es halt so. Ja, hast du da was dafür getan, dass die Werte sich verbessern? Hast du da mit irgendwas angefangen, an dir zu arbeiten oder so? Also mit 18 habe ich schon, ich muss es anders formulieren, also ich habe mit 15 angefangen, sehr viele Fragen zu stellen, weil meine Eltern eben auch nicht so von sich aus nicht so viel über meine Erkrankung und so erzählt hat, was ich im Nachhinein jetzt nicht so gelungen fand, weil ich hätte schon gerne das eine oder andere gewusst. So. Aber sie wollten mich einfach beschützen. Und mit 15 habe ich dann aber nicht locker gelassen. Und die Antworten, die ich dann bekommen habe, die haben mich schon also ziemlich dann auch umgehauen. Und ich habe lange über so Sinn des Lebens. Und also ich bin da wirklich auch das erste Mal in eine schwere Depression dann reingerauscht, weil ich mit diesen ganzen Dingen absolut nicht klargekommen bin. Und das war dann eben, also ich habe schon geahnt oder gewusst, da, ja eher unbewusst, dass so Seele, Geist und Körper irgendwie zusammenspielen. Also das war mir schon klar. Und ich meine, wenn ich so im Nachhinein so da drauf gucke, wenn es dir körperlich gut geht, dann geht es dir seelisch auch gut. Und ich meine, das wissen wir alle, wenn wir zum Beispiel stundenlang Schmerzen haben, dann drückt das automatisch irgendwann auf die Stimmung. Und wenn du das jetzt dann multiplizierst, weil natürlich kannst du dich immer wieder auch mit Schmerzmitteln betäuben, sag ich mal, nur du zahlst halt einen hohen Preis, ja, also Leute kommen hin und wieder und sagen, ja, aber sie haben so einen Verwachsungsbauch, also der kommt durch die ganzen Operationen, wie halten sie das durch, ne? Also normalerweise müsstest du da vor Schmerzen unter der Decke gehen, je nachdem, wo die Verwachsungen sind und wie die so drücken, und es gibt auch Leute, die alle paar Jahre sich das wegoperieren lassen, weil das eben so schwer ist, so schmerzhaft ist, und dann haben die wieder ein paar Jahre Ruhe und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und ich habe das nie gemacht, also ich habe auch direkt mit 30, also hatte ich dann eine Notoperation, und danach habe ich dann direkt gesagt, so, jetzt kommt da keiner mehr dran, also an meinen Bauch kommt echt kein Mensch. Ich habe dann noch 2 Kinder bekommen, aber gut, das ist ja wieder was anderes, ne? Also das kam dann später. Aber ich habe dann im Laufe der Jahre wirklich mir überlegt, wie kannst du lernen, mit seelischen Schmerzen umzugehen, was brauchst du dafür? Und wie kannst du lernen, eben auch mit körperlichen Schmerzen umzugehen? Und Tabletten, so war jetzt, ja, also da muss schon viel passieren, sondern ich habe dann wirklich viel mit Mentaltraining, also auch in dieser Klinik, wo ich damals war, habe ich dann eben auch so Entspannungsübungen gehabt oder eben auch gelernt, und da hatte ich so,
ja, da war ich in so einem Nest, vielleicht kann man das so beschreiben. Ne? Also ich hatte da wirklich sehr, sehr viele sehr nette Menschen, Betreuer, Therapeuten um mich herum, die eben auch mich so genommen und gelassen haben, wie ich einfach bin, die sich auf mich eingelassen haben, was ja, wenn du in einer normalen Gesellschaft oder so lebst, da will ja immer einer was von dir. Ja, also da will ja immer irgendwie jemand, man muss das so machen und so machen. Und da war ich dann schon, ja, abgeschotteter, sag ich mal. Konnte mich dann selber kennenlernen eben auch und konnte selber eben auch gucken, okay, was willst du? Was willst du eigentlich? Und wie soll das weitergehen? Ja, spannend. Ja. Und dann, als du dann nach Hause gekommen bist, hast du dann dir irgendwie Unterstützung gesucht von einem Coach oder wie ist dein Leben weitergegangen? Ich bin nicht mehr nach Hause zurück. Also ich bin dann in eine Wohngruppe, in eine sozialpädagogische Wohngruppe gegangen und habe dann auch später alleine mit einem dieser Mitbewohner in einer Wohnung gelebt. Also ich bin nicht mehr nach Hause zurück, sondern war auch in einer anderen Stadt und habe mir da mein Leben aufgebaut praktisch und habe immer wieder geguckt, okay, was kann ich tun? Also ich habe meine Schule beendet, ne? Ich habe damals dann Abitur gemacht und wollte freiwilliges soziales Jahr machen und habe immer geguckt, dass ich irgendwie in so einer Balance bin. So, was natürlich nicht immer einfach ist. Und bin dann zurück erst, ja, ich glaube, nach Hause zurück bin ich erst mit 21, mit 20, weil ich wollte eben wieder in meine Heimatstadt und ich wollte da dann eben Ausbildung, Studium machen, beziehungsweise also ich wollte eigentlich studieren dann gehen. Und erstmal dieses freiwillige soziale Jahr, das war dann eben auch alles fest. Naja, und dann bin ich aber nicht nach Hause zurück, sondern hatte eine eigene Wohnung, hatte so ein eigenes kleines Apartment. Und dann ist meine Mutter halt sehr schwer an Krebs erkrankt und ich habe dann erstmal alle meine Pläne über Bord geworfen, habe dann angefangen zu arbeiten, weil mein Apartment finanziert sich ja eben nicht von alleine. Habe also dann gekellnert und alles Mögliche gemacht und habe so überlegt, okay, was machst du jetzt? So, was machst du jetzt aus deinem Leben? Was machst du mit deiner Mutter? Die ist dann innerhalb von 8 Monaten auch gestorben. Und ich habe dann danach, habe ich dann mir eben überlegt, okay, jetzt gehst du deinen Weg. Jetzt guckst du mal. Und ich habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich habe kaufmännische Ausbildung gemacht. Und dann habe ich dann trotz, also nachdem ich fertig war, die haben so 2, 3 Jahre gedauert. Nee, 2 Jahre. Und dann habe ich gearbeitet in einem großen Konzern und hab mich da absolut nicht wohl gefühlt. Ich habe so, also das war echt nicht meins. Ich habe da als Assistentin und so gearbeitet und nee, wirklich nicht. Und habe gedacht, nee, also komm, du willst unbedingt studieren. Also ich wollte immer Therapeutin werden. Das war so mein Ziel, um anderen eben dabei zu helfen, diesen seelischen Schmerz auszuhalten, dieses sich nicht wert genug zu fühlen und eben depressiv zu sein, solche Sachen, weil ich kannte das ja zu Genüge eben auch. Und vor allem, was mich eben auch sehr geprägt hat, war auch eben der Tod meiner Mutter. So, du stehst da völlig alleine. Also ich hatte da keinen, mit dem du da irgendwie reden konntest. Also ich kann mich erinnern, bin ja immer ein Mensch gewesen, der sich dann Hilfe organisiert. Ich weiß noch, ich habe eine Therapeutin mir dann auch gesucht. Und interessanterweise habe ich mit der nie über den Tod meiner Mutter geredet, nie, sondern über andere Dinge. Das kam erst später. Du hast ja vorhin gesagt, dass die Ärzte zu dir gesagt haben, du hast noch ein halbes Jahr zu leben. Wie hast du dich denn da gefühlt? Hast du das, also hast du da Todesangst gehabt oder wie hast du dich gefühlt? Also ich war zu dem Zeitpunkt hochgradig depressiv und im Nachhinein für mich, also ich finde, dass ich auch schon suizidal gewesen bin, also weil ich habe wirklich in meinem Leben keinen Sinn mehr gesehen und deswegen rauschte das ja dann auch relativ schnell so runter, hatte aber ja nicht den Mut zum Selbstmord. Das ist mir halt... ich habe da dann auch zwar drüber nachgedacht und deswegen, mir kam das sehr gelegen, ne? Als es dann hieß, ja, nee, also die Werte sind zu schlecht und wir müssen unbedingt was unternehmen, habe ich dann wirklich da gesessen und gedacht, nö, wofür?
Und meine Mutter wusste das ja, also die machte sich da richtig Sorgen. Die hat mich dann auch zu einer Therapeutin geschickt, aber mit der konnte ich nichts anfangen. Da war einfach keine Vertrauensbasis da. Da war ich, glaube ich, zweimal und dann war das Ding auch für mich durch. Und ansonsten ja, hat sie dann eben versucht, andere Möglichkeiten, andere Wege zu finden, was aber schwer ist. Ich meine, wenn du depressiv bist, dann bist du im Tunnel. Ich meine, wem erzähle ich das? Das wissen wir beide sehr gut. Ja, dann bist du im Tunnel. Da kann draußen der Zirkus dreimal rumlaufen. Das interessiert dich einfach nicht, sondern du bist da drin. Und sie hatte also wirklich hier Angst. Sie war natürlich dann auch entsetzt. Also so meine Reaktion, ne, als das Krankenhaus da sagte, nee, also wir müssen sie irgendwie transplantieren oder irgendwie was machen. Und ich dann so dachte so, oder auch gesagt habe, nö, also ich habe da jetzt nicht so das Interesse. Und das haben wir dann auch relativ schnell gemerkt. Und das war eben einer der Gründe, mich in so eine psychosomatische Klinik dann eben auch zu packen, ne, und zu sagen, nee, also so können wir die nicht transplantieren. Ich meine, wenn du keinen Lebenswillen hast, brauchst du wirklich keine Behandlung durchzuführen, bringt ja nichts. Und da hatte ich dann eben, also ich weiß noch, ich habe dann da gesessen am Anfang und gedacht, so, ich bin hier die Patientin, ne? So, mir geht's beschissen. Macht mal. Ich weiß noch, mein Therapeut hat, glaube ich, beim vierten Mal oder im vierten Gespräch dann gesagt, so, wenn du jetzt nicht aus dem Quark kommst, ne, wenn also von dir jetzt nichts kommt, dann schicke ich dich wieder nach Hause. Und ich dachte so, na, ich zu ihm gesagt, ich sehe ja, was soll ich denn tun? Ich meine, sie müssen mich ja therapieren, ich muss da nichts tun. Ich bin hier das Opfer. So. Ja. Und nach Hause wollte ich nicht. Also ich wollte nicht wieder nach Hause. Und dann, ja, dann hatte ich so eine Pattsituation, war dann auch ziemlich sauer. Also ich kann mich nicht an alles erinnern, aber daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass ich da so saß und dachte so, ey, was geht denn hier ab? Du bist in der falschen Klinik. Ne? Also, naja, aber im Nachhinein ist das wirklich eine Taktik dann geworden, bis heute von mir. Okay, du bist in einer für dich auswegslose Situation. Du fühlst dich scheiße, dein Leben ist scheiße. Ja, egal, ob das andere jetzt anders sehen, du siehst das so. Für dich ist das so. Und irgendwann musst du dir oder darfst du dir die Frage stellen, willst du das so weiterhaben? Oder willst du was verändern? Und wer kann was verändern? Und bei mir war das dann so, in dem Moment, und es gab einige Situationen in meinem Leben, wo ich an so einem Punkt war, wo ich so gedacht habe, boah, Leute, es reicht mir. Ja, also Herausforderungen, dieses wieder so dieses Gefühl, nee, will ich nicht. So, und du triffst die Entscheidung. In dem Moment, wo du sagst, du willst das nicht, dann kannst du dir eben überlegen, okay, was kann ich tun? Weil ansonsten gehst du kaputt. Also ich habe auch eben viele Menschen getroffen, und das ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Also es gibt manchmal eben Situationen, da ist das für dich so unerträglich und da kann draußen noch so viel passieren. Du kommst da alleine sowieso nicht, kommst du einfach nicht mehr raus. Und spätestens dann dir wirklich Hilfe zu organisieren und auch wirklich sich darauf einzulassen, auch wenn du das natürlich nicht hören willst, ne? Weil Verantwortung darfst du halt übernehmen. Aber da wirklich, das war für mich dann immer auch so der erste Schritt, aus so einem Tunnel wieder rauszukommen, zu sagen, so, willst du leben oder sterben? So. Und okay, du willst leben. Okay, was kannst du jetzt, in dem Moment, jetzt tun? Und selbst wenn du die Entscheidung triffst, ich hole mir jetzt Hilfe, ich rufe jetzt den Therapeuten meinetwegen an oder ich rufe meine Freundin an und frage die, ob die mich in die Klinik bringt oder. Aber du entscheidest. Und nur dann funktioniert, also das ist meine persönliche Erfahrung eben und auch in der Begegnung mit anderen. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass du Hilfe brauchst und dann auch wirklich losziehst, dann wirst du auch Hilfe bekommen. Zwar nicht immer sofort, also es muss ja auch passen. Also da sage ich auch immer, guck lieber, wenn du das Gefühl hast, oh ja, ne, da sitzt jetzt ein Coach oder ein Therapeut vor dir, wo du so merkst, so Verbindung passt nicht, dann such dir lieber einen neuen.
Und ja, ich weiß, dass die Therapielisten sehr, 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 sehr lang sind, dass das oft sehr dauert. Und trotzdem bin ich der Meinung, da wirklich dran zu bleiben oder sich eben zu überlegen, okay, brauche ich denn jetzt gerade im Moment eine Therapie? Reicht es zum Beispiel auch, was immer reichen auch heißt, aber dass ich wirklich so nicht jetzt, ich habe in 8 Monaten meinen ersten Therapieplatz und so lange mache ich nichts. Nein, sondern dass du dir eben überlegst, okay, vielleicht kann ich einen Heilpraktiker oder einen Coach mir an die Seite holen. Ja, das kostet Geld, weiß ich. Aber hey, es geht um dein Leben. Es geht um dein Leben. Es geht um dich. Der kann dich sicherlich erstmal stabilisieren für eine Zeit, wenn er gut ist. Ja, es gibt ja auch so Heilpraktiker für Psychotherapie und so. Aber dass du dir das wirklich anguckst, dass du eine Stabilisierung bekommst. Weil was nutzt es dir, wenn du nichts machst? Dann gehst du kaputt. Oder es wird dann irgendwann so schlimm, dass du im Burnout landest oder dann eben in einer schweren Depression und das dann nur Klinik, was heißt nur, ne? Du weißt, was ich meine, das sind Klinik oder Medikamente helfen. Weil das ist ja nicht so, Depression passiert nicht über Nacht. Burnout passiert auch nicht über Nacht. Das hat eine längere Vorlaufzeit. Ja. Da appelliere ich auch immer wieder an die Menschen, wirklich in dem Moment, wo du so merkst, hier läuft was nicht rum, nicht rund und ich fühle mich irgendwie, mit wem könnte ich denn, also wirklich so die Entscheidungsfrage, ich muss da mal mit jemandem reden, wer könnte das denn sein? Und auch da, also wenn du einen guten Freund hast oder einen Pfarrer, wo du mal hingehst und der jetzt nicht sofort mit einer Lösung um die Ecke kommt, sondern dir einen Raum gibt, dass du überhaupt mal erzählen kannst, dass du überhaupt mal sagen kannst, wie du dich fühlst, weil das finde ich immer so, bei vielen Kollegen finde ich immer so schlimm, das ja auch selbst erlebt, weil ich bin ja auch schon wohin gegangen und gesagt, oh, ne, ich bin verzweifelt und das ist passiert und dann kommt dann sofort, oh, du musst nur das und das machen, dann geht das wieder. Nein! Ja, geht so nicht. Ja. Aber jemanden suchen, der ein offenes Ohr hat, weil darüber sprechen ist echt einfach wichtig, ne? dass man sich das nicht in sich reinfrisst und sich verkriecht sozusagen, ja. Weil das ist ja das, was ich immer wieder sage, wenn du es in dich reinfrisst, es holt dich immer irgendwann wieder ein und es kann dann eben auch zu Erkrankungen führen. Das ist so. Mhm. Ja, und dann wird es eben schwierig oder eben dann ja auch, also es gibt so viele Suchterkrankungen zum Beispiel ja auch mittlerweile, ja, und das ist, ich kann die Leute verstehen, ich kann das verstehen, ich kenne das auch, dass du so das Gefühl hast, boah, ich halte diesen Schmerz, ich halte diese Leere, ich halte das nicht mehr aus, das ist so, so mächtig, ja, das stimmt, und es raubt uns manchmal wirklich auch die Luft zum Atmen und dann wirklich zu sagen, okay, wie komme ich jetzt da durch, also ich habe auch später dann, ne, also gesundheitlich, ja, okay, war das eine, ich sage mal so, meine gesundheitliche Karriere, doch ich muss hier ehrlich sagen, mehr getroffen haben mich so diese zwischenmenschlichen Herausforderungen. Also da war ich hin und wieder ja, viel schwerer traumatisiert, nenne ich das jetzt mal, wo ich dann auch so wirklich so auch so gefühlt habe, nee, also das hältst du nicht aus, also so Ablehnung, ne? Das kann ich mich auch noch gut erinnern, so mitzubekommen, dass du da ewig lange veralbert worden bist, ne? Also wohlwollend formuliert, und oder du ein paar Sachen nicht mitbekommen hast, wo du so denkst, was sagt das über dich aus? Hm. Ja, du bist ja noch nicht mal in der Lage, auf dich selber aufzupassen, ne? Und also das hat mich dann mehr aus der Bahn geworfen, ja, wesentlich mehr. Du hast ja vorhin gesagt, du hast so deine Taktik rausgefunden, wie du seelischen Schmerz, wie du damit umgehst, ne? Oder wie du, ja, kannst du uns das mal mit uns teilen, oder willst du den Leuten mal mitgeben, was du für dich rausgefunden hast? Ja, sehr gerne. Wobei, das ist also kein Allheilmittel, ne? Also ich sage mal, was ich erzähle, das ist so, nimm das wie so ein Kuchenbuffet, probier es aus, ob es für dich passt. Vielleicht kriegst du dadurch auch noch einen anderen Impuls, würde mich freuen. Und wenn es nicht passt, mach dich weiter auf die Suche. Also es gibt für mich keine Patentrezepte und es gibt für mich auch keine Allheilmittel, sondern es gibt für mich Methoden und Möglichkeiten, die für den Moment oder für eine Zeit gut sind. Bis auf Schokoladeneis hilft immer.
Also wenn du gerne irgendwie was Süßes isst, das hilft immer. Hab das immer zu Hause mit ganz viel Schlagsahne meinetwegen oben drauf. Aber wenn du dich schlecht fühlst, geh zum Kühlschrank oder wo immer das auch liegt und gönn es dir. Ne? Gönn es dir. So. Also mittlerweile ist es bei mir so, dass wenn ich merke, ich bin traurig, verzweifelt oder eben out of the box, ja, also wirklich so im absoluten Tal, das wirklich auszuhalten, wirklich da durchzugehen, wirklich mir den Raum zu nehmen, mir die Zeit zu nehmen und zum Beispiel zu weinen, zu schreien, was auch immer, um diesem Gefühl, und wenn das noch so schmerzhaft ist, wirklich einen Raum zu geben, das meine körperlichen Schmerzen auch, dass ich wirklich, also ich sitze jetzt nicht hier und sage, hey Schmerz, schön dich zu sehen, komm, lass es uns hinter uns bringen. Nein, so sehe ich ja nicht. Aber dass du wirklich so deinem Körper, deiner Seele Aufmerksamkeit schenkst, dass du halt nicht sofort nach einem Taschentuch suchst, sondern dir eben überlegst, okay, warum bin ich denn so traurig? Was macht mich denn jetzt gerade traurig? Oder was macht mich hier wütend? Und wirklich auch schaust, wie du das, ohne selbstzerstörerisch zu wirken, ja, wie du das für dich eben auch ausloten kannst. Und es kann sein, dass du schon nach 2 Minuten feststellst, nee, das schaffe ich nicht alleine, dann ruf jemanden an, sofort. Sofort. Also ich hatte das auch in einer meiner schlimmsten Situationen, habe ich genau gewusst, also weiß ich noch, die eine Seite hat gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt endgültig fertig, ne? Du machst jetzt hier sofort Schluss. Und die andere Seite ist zum Telefon gegangen und hat eine Freundin angerufen und diese Freundin hat mich dann eingewiesen in eine Klinik, in eine anthroposophische Klinik. Und da, also in die Psychiatrie dann dort, ne? Und dann habe ich gedacht so, das ist immer wieder toll, ne? Wenn zwei Seiten in dir kämpfen, ne? Und du nicht weißt, scheiße, was mache ich jetzt? So. Aber wirklich so zu gucken, okay, nee, du willst nicht sterben. Ja, das ist nicht auszuhalten. Ja, das ist total scheiße. Und natürlich sind die in der Psychiatrie auch direkt auf mich sofort losgegangen und wollten mir Medikamente und alles Mögliche. Und ich habe es abgelehnt. Ich habe gesagt, pass auf, ich brauche einfach jetzt nur mal Ruhe. Ich brauche eine Pause. Ich brauche echt eine Pause. Und ich brauche Gespräche, wie du schon gesagt hast. Ne? Ich brauche Menschen, mit denen ich reden kann. Und ich bin dann auf so einer offenen Station dann gewesen, eine Weile. Und habe da eben Gespräche geführt, so Gruppentherapie und Einzeltherapien gemacht für eine ganze Zeit. Und bis ich dann wieder so Stabilität hatte und so gedacht habe, okay, perfekt. Also die Wochenenden war ich zu Hause, ne? Also die Klinik war auch etwas weiter weg. Und habe da so langsam, aber sicher meinen Alltag wieder geregelt. Hm. Und das zum Beispiel, du kriegst da ein Gefühl für. Je besser du dich kennenlernst, und das tust du, indem du dich eben bewusst wahrnimmst, indem du eben dich immer wieder auch zwischendurch fragst, also jetzt nicht den ganzen Tag, aber immer wieder so wirklich dich beobachtest auch und denkst, okay, geht's dir gerade gut? Oder warum, was ist jetzt, warum fühlst du dich jetzt gerade unwohl, weil der oder der das gesagt hat? Okay, so, und dann eben zu gucken, okay, lasse ich das ran? Also das ist eben auch noch sehr wichtig, dass du dir wirklich so ein Schutzschild auch aufbaust, dass du wirklich in der Lage bist, dass du einen Filter hast für das, was von außen kommt. Und das kannst du aber nur, indem du dich kennenlernst. Und das sind hier leider keine Rezepte, die jetzt über Nacht passieren, sondern das braucht Training. Auch bei mir gibt es heute noch Situationen, wo ich wirklich auch erstmal nach Luft regelrecht schnappe, wirklich nach Luft regelrecht schnappe und auch total traurig und verzweifelt bin und denke, echt, ne, so, ja, und dann auch da durchgehe und sage, okay, und erstens, wen rufst du an? Also das ist immer so das Erste, wen rufst du an, wen bittest du um Hilfe, wo gehst du hin? Also zum Beispiel nach der letzten Notoperation mit 30 war ein totales Wrack. Also ich hatte noch eine halbe Stunde, also du weißt ja, das, was nicht stimmt. Du bist ja nicht blöd, ne? Wir sind hier die Experten für den Körper und auch für unsere Psyche. Und ich weiß noch, dass ich nach der im Krankenhaus aufgewacht bin. Also die haben so eine Bauchspiegelung gemacht und ich wusste, das stimmt was nicht. Das stimmt einfach nicht. Aber die haben mich nicht ernst genommen.
Die haben mir nicht zugehört. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann sterbe ich jetzt. Und habe das echt so gemerkt. Ne? Also ich habe wirklich so gemerkt, so, die haben mich abgeschossen dann mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln. Und ich merkte so, wie ich meinen Körper so verlasse. Und für mich war das in Ordnung. Ich erzähle in meinen Vorträgen immer, dass dann Brad Pitt als Joe Black um die Ecke kam, um mich mitzunehmen, ne? Als tot. Und dass ich sehr gerne mitgegangen bin. Aber ich bin nicht weit gekommen, wie ihr seht. Ja, weil es dann doch nochmal einen Arzt gab, der gesagt hat, nee, also irgendwie ist das ja komisch. Irgendwie ist das komisch. Ich weiß nicht noch, der stand bei mir im Bett, sagte, wir müssen da nochmal nachgucken. Und ich dachte so, nö, müssen wir nicht, ich bin gleich weg. Und er hat dann nochmal nachgeguckt. Und das hat mich dann jahrelang verfolgt, dann regelrecht in manchen Träumen. Ich werde dieses Gesicht nicht vergessen, weil ich konnte das sehen. Also ich habe in so einer Röhre halt, also in so einem Torbogen gelegen, haben so ein CT gemacht. Und ich konnte eben sehen, wie er hinter der Glasscheibe stand, wie wirklich das Gesicht entglitten ist, wie er sofort zum Telefon gerast ist und wirklich also eine Not-OP dann eben schnell organisiert hat. Und die haben mir dann gesagt, eine halbe Stunde später, ich wäre wirklich tot gewesen. Ich so, nee, schon eher. Das war schon auf dem Weg. War schon wirklich auf dem Weg. So, und das macht ja was mit dir. Das macht ja was mit dir. Also ich bin danach auch, als ich war ein Wrack, totales Wrack. Die haben mich dann auch zum Sterben nach Hause geschickt. Die haben gesagt, sie können nichts mehr für mich tun. Sie wollten mir so eine Morphiumpumpe einpflanzen, weil ich nur noch Schmerzen haben würde mit dem Bauch. Und ja, ich hatte Angstzustände, ich hatte schwerste Depressionen. Ich war völlig auf mich alleine gestellt, so. Das machst du nicht lang. Das machst du nicht lang. Und dann bin ich auch, erst habe ich geguckt, dass mein Bauch einigermaßen wieder in Ordnung kommt und war in der anthroposophischen normalen Klinik dann. Und dann haben die, weiß ich noch, die hatten so eine Eurythmie-Lehrerin da, eine süße, alte, kleine Frau und sowas von gütig. Und ich meine, wenn du eine Entscheidung triffst, dass du weiterleben willst, aber du weißt nicht wie, du weißt einfach nicht wie und zwischendurch ist der Schmerz so groß, also ich konnte nicht still sitzen, bin immer nur rumgelaufen, weil diese Unruhe, das war die Hölle, es war einfach die Hölle. Und dann, ich hatte so einen total geschwollenen Bauch, nein, habe ich gesagt, da habe ich schon für die Schwangerschaft geübt, zu laufen. Das war alles so und so schmerzhaft auch. Und dann hat sie ihr gesagt, und die hat mir so ein paar Körperübungen gezeigt, damit ich mal ruhig sitzen konnte für ein paar Minuten. Ja, und ich war dir so dankbar. Und dann hat die zu mir gesagt, ich müsste mich nicht wundern, dass es mir so schlecht geht, sagt sie, bei so Notoperationen wird die Seele aus dem Körper geschossen, regelrecht geschossen. So. Und ihre Seele ist noch nicht wieder da. Ja. Und Gott sei Dank bin ich ja auch spiritueller Mensch, dass ich mit solchen Dingen dann eben auch was anfangen kann. Und dann, da war ich dann das erste Mal erleichtert. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nicht hier ganz durchdrehe. Jetzt weiß ich wenigstens, woran es liegt. Und dann habe ich sie gefragt, was ich tun kann. Und dann hat sie gesagt, ja, also ich soll auf mich achten. Also ich soll, was ich auch immer wieder sage, sorge gut für dich. Sorge wirklich gut für dich. Scheiß drauf, was die anderen dir sagen. Wenn dir eine Massage gut tut oder ein Waldlauf oder whatever, dann mach das. Und mach das nicht erst dann, wenn du Zeit hast, sondern wenn dein Körper dir da eben ein Signal gibt oder deine Intuition, mach das. Und ich bin dann nach dieser Klinik, bin ich in eine psychosomatische Klinik gegangen und um diese Angstzustände, um diese Depressionen und alles, was dazugehört, dann wieder in den Griff zu kriegen. Und das hat mir geholfen, ja. Und heute bist du ja eine muntere, frohlockende Petra. Wie bist du denn zu der geworden? Was, ich muss mir das Kabel einstecken. Was hast du denn auf dem Weg jetzt bis heute gemacht, damit du so, so fröhlich rüberkommst, so heiter bist? Also ich bin nicht immer so. Auch ich habe meine Herausforderungen. Also ich habe gerade erst noch nicht so lange her, ein paar Monate her auch wieder ein sehr schweres Trauma erlitten, wo ich auch gerade dran bin,
so daran zu heilen. Also das, bloß weil ich das kann, heißt das noch lange nicht, dass die Stürme des Lebens mich dann in Ruhe lassen. Nein, wirklich nicht. Im Gegenteil, also es gab schon auch Momente, wo ich so gedacht, ey Leute, reicht jetzt mal, reicht jetzt mal. Jedoch ist dann, also gerade so als ich angefangen habe zu studieren, ist in mir wirklich so der Wunsch gereift, wirklich für andere Menschen da zu sein, weil ich einfach selber weiß, na, was heißt, ja, weiß, ich mag das nicht so sagen, sondern ich habe eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn du so am Boden liegst, wenn du dich so abgelehnt fühlst, wenn du dich so hilflos fühlst, wenn du so verzweifelt bist. Ich habe eine Ahnung davon, weil jeder erlebt das ja doch nochmal anders. Mhm. Ich hatte damals so diese tolle Idee, oh, ne, also gerade so auch dann so als Trauernde und kein Mensch ist da. Dann wirklich sozusagen, nee, du musst die Welt retten. Und ich habe während des Studiums, habe ich dann eben, also ich glaube nicht an Zufälle, ja, also ich habe dann irgendwann eben die Entscheidung getroffen und ich konnte nicht Therapeutin werden, also nicht sofort, ich konnte nicht Psychologie studieren, weil da fehlte mir der Numerus Clausus und dann hat man mir eben geraten, okay, dann studiere doch Sozialpädagogik oder was Pädagogisches und dann machst du anschließend einen Therapeuten. Das war das Ziel. Mhm. Und dann habe ich das angefangen und habe aber auch viele Vorlesungen in Psychologie besucht und habe dann eben diese Ausbildung, also ich saß halt in so einer Psychologie-Vorlesung und dann kam dann der Dozent und hat gemeint, er bietet eine Ausbildung als Trauerbegleiterin an und für Studenten wäre es kostenlos. Und das sind dann so Momente, wo dein Mund schneller als dein Kopf ist und du dich so erschreckst, weil ich bin sofort aufgesprungen, also unbewusst aufgesprungen, bin sofort nach vorne gelaufen, habe mich eingetragen und habe hinterher gedacht, sag mal, geht's noch? Was ist ja jetzt kaputt? Du kommst aber mit deiner eigenen Trauer nicht wirklich zurecht. Und hallo? Das ist dann der Ruf des Herzens, würde ich sagen. Das ist die innere Stimme, die dich dahin geleitet hat. Und das geht mir auch oft so. Ich mache dann irgendwas und danach denke ich, oh, was habe ich da gemacht? Aber ich folge meinem Herzen. Ne? Das ist wichtig. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und im Nachhinein war das auch eine beste Entscheidung, ne? Also das Leben wird ja vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Also wenn ich jetzt so auf die letzten 50 Jahre zurückschaue, ja, es war sehr schmerzhaft. Und ja, manche Dinge tun auch heute noch sehr weh, bin ich auch ganz ehrlich. Und trotzdem möchte ich nichts missen, möchte ich wirklich nichts missen, weil das hat mich geprägt. Also wenn alles immer so glatt verlaufen wäre und wenn ich diese Herausforderungen nicht gehabt hätte, dann wäre ich sag mal, dann würde ich weiter in mein Leben verschlafen. So, dann hätte ich mich in meiner Komfortzone eingerichtet und wäre da geblieben. Und so war ich immer gefordert und ich habe dann schon Wege gefunden, eben mit anderen Menschen zu arbeiten. Also ich weiß noch, nach der Notoperation, zum Beispiel nach 9 Monaten, ist eine Freundin zu mir gekommen. Da war ich dann wieder zu Hause und es ging besser mit den Panikattacken, mit den Depressionen. Also ich war wirklich auf einem guten Weg. Und dann hat die zu mir gesagt, ja, du stirbst ja jetzt nicht. Und ich so, nee, also sieht jetzt nicht so aus. Und dann hat sie, ja, dann kannst du ja wieder arbeiten gehen. Was hältst du davon? Dann ich gesagt, ja, also ich weiß nur nicht, was. Ja, ist kein Thema. Ich schreibe dir mal einen kurzen Lebenslauf und wir suchen, die hat damals für eine Akademie gearbeitet, wir suchen hier Dozenten, die ja so Arbeitssuchende, so Karrierecoaching und so macht. Und dann sage ich, das habe ich ja noch nie gemacht. Ja, egal, du kannst das. So. Und das hast du dann gemacht? Dann habe ich das gemacht. Okay, ja. Ja. Weil, also es war ja, ne, so Menschen, die in einer Herausforderung sind, zu begleiten, also vielfältig zu begleiten. Mhm. Und dann habe ich habe Trainings gegeben, habe dann Coachings gegeben, also Gespräche habe ich ja vorher schon geführt und auch Trainings schon gegeben zu anderen Themen. Während der Uni habe ich viel halt so Praxis gemacht, weil mir das mehr lag, als da jetzt seitenweise irgendwas zu schreiben. Also das kann ich auch, aber ich wollte mich ausprobieren. Ich wollte wissen, wie das ist, wenn du direkt ins Gespräch gehst mit denen. Weil, wie willst du es denn sonst lernen? Also so eine Coaching-Ausbildung ohne irgendwelche Erfahrungen oder auch Trauerbegleitung-Ausbildung ohne irgendwelche Erfahrungen. Schwierig. Find ich schwierig.
Und dann habe ich das gemacht. Und dann ist das so, ah ja, ja. Hör mal, kannst du nicht auch das und das? Kannst du nicht mal bei uns in eine Firma kommen und da einen Vortrag halten? Und ja. Das hat sich dann so ergeben, eins nach dem anderen. Genau, das hat sich dann wirklich so ergeben. Also wenn mir einer zum Beispiel vor 10 Jahren, das ist schon ein bisschen länger, ich glaube vor 10 oder 12 Jahren gesagt hätte, pass auf, du stehst eines Tages mal auf der Bühne und erzählst deine Lebensgeschichte, dann hätte ich gesagt, natürlich. Natürlich. Aber genau das habe ich gemacht. Genau das habe ich gemacht. Ich habe Ankündigungen gesehen von einer Messe. Eine Messe für Menschen mit Handicaps in der Schweiz. Die suchten Vortragsredner. So. Und dann auch wieder, ne? Mund schneller als der Kopf. Du gehst sofort, egal was gerade passiert, du setzt dich an den Laptop, du schreibst einen Brief. Also ich habe eine E-Mail hingeschrieben, ja, ich würde es gerne machen, ich würde gerne meine Geschichte erzählen. Und was willst du? Und da habe ich dann wirklich auch echt ein paar sehr schlaflose Nächte gehabt. Weil, also ich habe vorher schon Vorträge gehalten, ja, zu bestimmten Themen, ne? So wie motivierst du dich selber, wie gehst du mit Stress um, solche Sachen halt. Aber so wirklich dich da mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, ich weiß schon gar nicht mehr, dich da auf so eine große, also wirklich auf so eine riesen Messebühne zu stellen und dein Leben zu erzählen. Also da hatte ich echt schon auch Angst. Mm. Nur ich muss dir ehrlich sagen, für mich ist immer, also es war ein Riesenerlebnis dann auch für mich. Und das, für mich ist der schönste Lohn, wenn du Menschen Hoffnung geben kannst. Wenn, also hinterher sind dann auch Menschen auf mich zu und das passiert mir mittlerweile bei etlichen Vorträgen, dass sie dann hinterher zu mir kommen und sagen, ah, ne, ah, danke, jetzt habe ich ein bisschen Hoffnung, jetzt habe ich ein bisschen Mut. Also das ist mein einzigster Anspruch, weil auch wenn ich mit Trauernden ich mag das Wort arbeite nicht, also wenn ich mit denen zusammen bin in einem Raum, also ich gebe denen Raum, ich kann dir nicht den Schmerz nehmen, kann ich nicht. Ich kann dir aber den Raum geben für diesen Schmerz, dass wir den ein Stück zusammen tragen können und dann, wenn die Zeit reif ist, wenn derjenige eine Entscheidung trifft, wir dann nach einer Lösung gucken, wie wir diesen Schmerz verwandeln, also transformieren oder verwandeln können, weil du kannst einen Verlust nicht verarbeiten, ein Ereignis, es geht nicht, sondern es gibt ein Leben davor, es gibt ein Leben mittendrin, das ist meistens so der Funktionsmodus und ein Leben danach. Und dieses Leben danach darfst du dir gestalten, dir neu gestalten, du darfst lernen, das ist praktisch wie laufen lernen, du darfst dein Leben neu einzurichten. Ja, jetzt ist plötzlich dein Job weg oder du bist jetzt plötzlich sehr krank oder dein Kind ist ausgezogen oder dein Partner ist gestorben. So. Das sind alles sehr einschneidende Erlebnisse. Oder du wirst 50. Ja. Mhm. Habe ich auch schon gehört. Kann sein. Ja, für manche Menschen so. Für mich jetzt nicht. Ich freue mich da, weil hat ja keiner geahnt, dass ich tatsächlich mal 50 werde. Ja. Also ich freue mich darüber. Aber du verstehst, Trauer ist allgegenwärtig und wir sind ständig im Trauerprozess drin. Wir erleben ständig Dinge, die uns den Atem nehmen. Und ich plädiere dann eben dafür, dass die Menschen sich dann, und auch ich mache das ja auch, sich Räume suchen, sich Menschen wirklich an die Seite holen, die einfach mal zuhören. Also das ist so dieses Menschlichkeit, ne? Die Menschlichkeit eben zu dir, dass du für dich selber sorgst, indem du eben wieder nach außen gehst und guckst, okay, wo finde ich da Menschen, die mich begleiten können? Also du gibst eigentlich heute das weiter, was du selbst erfahren hast und was du auch in Ausbildungen wie Trauerbegleitung, ne? Coaching-Ausbildung hast du ja auch gemacht, hast du gesagt, ne? Nee? Also Coaching-Ausbildung habe ich nie gemacht. Ah, okay, ich habe gedacht, nee, okay, Trauerbegleitung, aber genau. Ja. Du hast ja auch viel für dich persönlich, ne, auf deinem Weg. Erfahren. Also ich gebe das weiter. Ich schaue erstmal, wo der Mensch liegt, wo er sich befindet. Es kommen aber auch Menschen zu mir, wo das schon länger her ist zum Beispiel und die da jetzt dann endgültig abschließen wollen oder eben auch Menschen, die damit abgeschlossen haben und die jetzt ihr Leben neu sortieren und so langsam die nächsten neuen Schritte wagen, ne? Die zum Beispiel sagen, oh, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Oh mein Gott, ich habe mich tatsächlich selbstständig gemacht. Was, ne, was passiert mit mir? So, weil manchmal sind wir ja sehr mutig und treffen eine Entscheidung.
ja, und gehen plötzlich unseren Weg und kriegen natürlich eine Menge Gegenwind. Das ist einfach so. Mhm. Das gehört dazu. Das kennen wir alle. Ne? Wenn du eine Entscheidung triffst, dass dann mit Sicherheit da ein paar Leute auftauchen und sagen, nee, das kannst du doch nicht machen. Why not? Ich habe letztens wieder so einen schönen Vortrag gehört. Why not? Ja, du, das kommt mir so vor, du, die Petra, du machst einen Vortrag und bei dir fließt das einfach. Also ich weiß es nicht, ich habe so das Gefühl, du bist so eine muntere Seele, du bist so engagiert und du musst dich da gar nicht groß vorbereiten. Du hast es einfach, du hast es in dir, oder? Nee? Also doch, ich... Also dadurch, es gibt bei mir keine Standards, also kein Vortrag ist genauso gleich wie der andere, ja. Und ich bereite das schon sehr vor, weil ich spreng sonst den Rahmen. Ne? Also für mich ist das jedes Mal, ich sitze jetzt gerade auch in einem Vortrag, den ich am Montag halten darf, bin ich auch wieder dran. Also alleine, dass du nur so und so viel Zeit hast, ne, das ist für mich eine riesen Herausforderung jedes Mal, weil natürlich, also ich erzähle natürlich ja dann auch über Erfahrungen, die andere gemacht haben, jetzt in der Begegnung mit mir oder die ich von anderen eben auch gehört habe, ne, also so, das schon und das wirklich dann so, du hast ja meistens nur eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, also das ist immer die Herausforderung, weil ich bin halt ein sehr intuitiver Mensch. Ja, das meine ich, genau, intuitiv. Ja. Und das ist manchmal eben dann tödlich, wenn du dann so mitten im Vortrag bist und dann fällt dir noch eine Geschichte ein und noch eine Geschichte ein. Mhm. Und dann, also da brauchst du wirklich auch eine Menge Disziplin. Dass du dann sagst, ne, pass auf, Petra, ne? Also auch in der Vorbereitung, ne? Also wenn ich das erste Brainstorming mache zu dem Thema, dann auch, das schreibe ich da Seiten voll, weil ich könnte wirklich stundenlang Geschichten erzählen, das kann jeder von uns. Und da wirklich dann so knallhart, so diszipliniert zu sein, zu sagen, nein, eine und nicht lange überlegen, welche, ja, und auch ja nicht verändern, ne? Also das ist schon. Das ist schon eine Herausforderung. Aber ja, und ich meine, du wächst mit deinen Aufgaben. So. Also ich sterbe immer noch vor Lampenfieber am Anfang und das dauert auch eine Weile, bis ich dann da so reinkomme. Doch ich glaube, wenn wir etwas machen, was unser Herz berührt, was wir halt gerne tun, und also ich kann nicht über jedes Thema kann ich sowieso nicht reden, sondern ich habe da so... Meine Expertisen über Mut zum Beispiel, wie du dranbleibst, wie du wirklich eine Entscheidung getroffen hast und dann wirklich auch dranbleibst, das ist zum Beispiel so, oder eben ja, dann meine Lebensgeschichte ist dann nochmal was anderes, aber das da habe ich schon immer noch einen sehr hohen Anspruch eben auch an mich selber, ja. Und vor allem aber eben das auch nicht, das ist mir auch ganz wichtig, dass es eben nicht so technisch und nicht so auswendig gelernt klingt, sondern dass es wirklich so von Herz zu Herz kommt. Ja. Darum geht es mir, ja. Ja. Magst du nochmal für uns zusammenfassen, was dir auf deinem Weg so geholfen hat? Also so vielleicht in Punkte auf was dich begleitet hast, wo du wirklich sagst, das hat dir wirklich geholfen, heute die Petra zu sein, die du heute bist. Ja. Also das Erste ist wirklich, dass du dich selbst kennen und schätzen lernst. Das ist wirklich, und das ist ein lebenslanges Training. Wirklich. Dass du dich immer wieder auch hinterfragst, dass du immer wieder auch selber ein Coaching- oder Mentoring-Programm oder ein Buch liest, wo du mit Fragen konfrontiert wirst, auf die du alleine nicht gekommen wärst. Also wirklich immer wieder auch zu gucken, wer bist du? Jetzt in dem Moment und bleib bitte nicht so, wie du bist, sondern entwickel dich weiter. Und das Zweite, was ich total wichtig finde, oder ich möchte es eigentlich direkt nehmen, das Erste stellen, ist, dass du dir Hilfe organisierst, dass du wirklich dir ein Netzwerk aufbaust von Freunden, aber auch von Fachpersonen, dass wenn du so merkst, du gerätst so ins Schlingern oder ins Straucheln, dass du da wirklich dann auch da vorne einen stehen hast, wo du sagen kannst, hey, kannst du mir mal kurz deine Hand reichen? Kannst du mal kurz mir zuhören? Oder kannst du mal kurz mit mir, also nicht kurz, aber kannst du mit mir mal eben überlegen, weitergehen? Wo kann ich denn jetzt weitermachen? Ja. Weitermachen?
Niemals aufgeben, ne? Niemals. Ja, wobei, also ich habe das auch immer lange gesagt, das Aufgeben ist keine Option. Und mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, dank einem guten Freund auch, dem Mario Mewat, der auch Menschen begleitet aus ihren Tiefs, der auch lange depressiv war und auch schweres Burnout hatte, also der das eben auch so gut kennt. Und der hat das mal so schön in einem Post geschrieben. Er hat damals eben aufgegeben, durchzuhalten, weil er einfach auch nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Und dann ist das, finde ich, das eben legitim, auch zu sagen, so, cut, ich steige jetzt aus. Ich gebe jetzt mein bisheriges Leben auf, weil es macht mich kaputt. Ich gebe das jetzt auf. Ich habe noch keine Ahnung, was dann passiert. Also der hat sich natürlich dann auch Hilfe organisiert, keine Frage, und leitet eben heute andere Menschen. Und genauso sehe ich das auch. Also wirklich, wenn du sagst, so, ich bin in diesem Hamsterrad, in diesem goldenen Käfig, nenn du es, wie du es willst, und ich will hier raus. Ich will hier wirklich raus, weil es macht mich kaputt. Dann ist das Aufgeben oder eben auch das Nachgeben wirklich auch eine Option. Und dann zu gucken, okay, wie kann es jetzt weitergehen? Sich auch dann wirklich mal zu Boden fallen zu lassen und da auch mal liegen zu bleiben und sich gerne auch, ich sage mal so, mal einzugraben und auch im Opfermodus mal zu sein. Also ich liebe es, mache das zwischendurch auch noch, zwischendurch, dass ich so im Selbstmitleid bade und sage, oh, das ist so. Meistens gehe ich dann in den Wald und jammere die Bäume voll. Immer doof, wenn dann Spaziergänger kommen, ne, die sich dann immer so angucken. Aber es hilft. Es hilft. Aber das ist zu begrenzt. Und das Dritte, ja, dass du wirklich bei dir bleibst. Dass du wirklich auch lernst, und das lernst du, wenn du dich kennenlernst, schätzen lernst, Grenzen zu ziehen. Wirklich Grenzen zu ziehen gegen deine Außenwelt, dir wirklich zu überlegen, wie kann ich einen Filter einbauen, dass nicht alles so ungefiltert in mich eindringt und mich dann wieder aus der Bahn wirft. Also wirklich so auch Grenzen, auch dir gegen, selbst gegenüber, ne? Dass du so, oh, jetzt bin ich schon wieder im Gefühls- und Gedankenkarussell oder im Opfermodus, ich steige jetzt aus. Und das braucht Disziplin. Und das braucht natürlich auch den Willen, das zu machen. Und ich finde auch, dass es Unterstützung braucht, weil Unbedingt. ich kann sagen, ich wäre da nicht hingekommen, um mal irgendwie um so umzudenken. Ich heute denke, ohne Unterstützung wäre das für mich nicht, hätte es Ja, irgendwie ich nicht. auch nicht. Ja, ich auch nicht. Also wenn ich nicht wirklich in die Klinik gegangen wäre oder eben auch weiter gesucht hätte nach Menschen. Ich meine, die Ärzte haben ja schon früh versucht, mich unter die Erde zu bringen, ne? Also wenn ich da nicht dran geblieben wäre und gesagt, nee, also irgendwie, nee, da gucke ich jetzt noch mal weiter. So. Und vor allem, was mir auch immer wieder hilft, ist so dieses Vertrauen, also was mir schwerfällt, aber auch hilft, dass du Vertrauen wieder aufbaust, weil das ist das Erste, was kaputt geht. So, wenn du in der Krise bist, dass du denkst, ey, nee, das wird nie wieder gut. So. Also wirklich dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Und nee, also das sind so Wege, das sollte keiner alleine machen. Nein, auf keinen Fall. Ja. Und Absolut. du bist ja heute auch selbstständig, ne? Wie kannst du Leute unterstützen oder wer kann zu dir kommen? Also jeder, der sagt, er möchte sich verändern oder der ist gerade in einem Veränderungsprozess, ist bei mir herzlich willkommen. Nur ich sage ganz, ganz direkt, bei mir ist Eigenverantwortung steht an erster Stelle. Also ich habe kein fest zementiertes Coaching-Programm, wo ich sage, ah, das musst du jetzt 8 Wochen machen und dann läuft das. Nee, so läuft das bei mir nicht. Sondern es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich brauche nur punktuell, also Führungskräfte zum Beispiel machen das hin und wieder, ich brauche nur mal punktuell einen guten Rat oder so eine Sparring-Session, wo ich halt viele Fragen stelle und derjenige dann hinterher eine Entscheidung oder eben eine Lösung hat. So, die kaufen dann bei mir so einen 10er-Block, das gilt für ein ganzes Jahr und dann haben die 10 mal 90 Minuten über das Jahr verteilt Zeit, zu mir zu kommen und dann eben eine Herausforderung auseinanderzunehmen. Also ich nehme die regelrecht dann auseinander, ne? Oder eine Entscheidung. So zum Beispiel, ich bin jetzt in der Selbstständigkeit an dem und dem Punkt, wie soll es denn jetzt dann weitergehen? Oder ich fange jetzt gerade erst an. Einfach so ein paar neue Sichtweisen zu bekommen auch, ne? Ja,
Genau, weil wenn du natürlich in der Krise bist oder eben auch in diesem Zwischending, so ich bin noch nicht aus dem Alten so raus, das Neue ist noch so, dann bist du ja eher so im Tunnel. Und ich komme dann und biete dir einen Raum dafür und komme dann und leihe dir Herz, Hirn und auch manchmal meine Hand, damit du eben dann, das höre ich immer wieder, oh ja, ja stimmt. Ja, da hatte ich ja noch gar nicht gedacht. Ne? Und das, aber es liegt so auf der Hand. Ne? So. Aber klar, wir sehen dann oft selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ja, und dann gibt es Menschen, die kommen zu mir, weil sie eben einen Verlust in irgendwelcher Art erlitten haben und sich jetzt, also es spielt keine Rolle, wo die sich gerade befinden, noch ganz am Anfang, oder ob das gerade wieder aufgebrochen ist. Und die sagen, okay, ich möchte lernen, damit zu leben. Ich bin jetzt getrennt zum Beispiel oder habe meinen Job verloren oder ich mache mich jetzt selbstständig. Das sind ja alles so Veränderungen. Bis hin zu, ich bin in Trauerprozess, weil mein Hund oder wer oder was auch immer gestorben ist oder mich verlassen hat. Ja. Die begleite ich länger, die begleite ich ab 3 Monate, zwischen 3 Monate und einem Jahr. Und auch da gibt es dann die Möglichkeit, entweder in der kleinen Gruppe das zu machen, mit maximal 4 Leuten oder eben 1:1. Und bei beiden ist mir mein Anspruch, also ich habe kein vorgefertigtes Konzept. Natürlich habe ich einen roten Faden, nur mir ist es immer verdammt wichtig. Wir sehen uns mindestens einmal in der Woche persönlich, also meistens dann online, aber zumindest persönlich und besprechen das. Wir legen die Meilensteine fest, wir gucken, ob überhaupt schon die Zeit reif ist, um Meilensteine zu setzen, weil das ist mir eben auch ganz wichtig. Und dann gehen wir Schritt für Schritt und wenn wir so merken, diese Woche wäre eigentlich jetzt das dran gewesen, aber irgendwie hakt das jetzt, ja, dann bleiben wir da, wo es hakt. Mhm. Also es ist da jetzt nicht, wie gesagt, es ist kein Programm, wo du sagst, du läufst da jetzt einmal durch und dann ist es gut. Nein, mit Sicherheit nicht. Ja, ja. Du bist auch immer live dabei wahrscheinlich, ne? Also es gibt kein vorgefertigtes, wie du gesagt hast, Programm, sondern du bist immer live mit den Personen. Dann. Ja, also was ich mache ist, ich habe so eine App dann eben, die kriegt derjenige und da kann ich, da schicke ich jeden Tag Impulse, da kann man so 2 Minuten, also so Videos hochladen, die maximal 2 Minuten sind und auch die, ja natürlich, die sind vorgefertigt, keine Frage, aber die sind trotzdem, also ich, die, klar, du kannst bei mir halt auch nur diesen Kurs kaufen über diese App. Dann hast du halt 30 Videos zum Beispiel zum Thema Mut. Und dann bist du auch dabei autodidaktisch. Wenn du halt eine Frage hast, kannst du mich natürlich gerne fragen, aber da bin ich nicht live dabei. Mhm. In dem Moment, wo du dich entscheidest, dass du eben ab 3 Monate von mir begleitet werden möchtest, entweder in der kleinen Gruppe oder 1:1, bin ich natürlich, sehen wir uns dann hin und wieder. Und wenn zum Beispiel irgendwie was brennt, es gibt bei mir dann eben auch so Notfallcalls, wo du mir eine WhatsApp oder eben über diese App dann kurz schreiben kannst, ey, so SOS reicht dann meistens schon. Mhm. Und ich gucke dann, wo ich 15 Minuten Zeit habe. Also das ist eben so der Unterschied. Und mhm. bei mir sind, wie gesagt, auch nicht 120 Leute dabei, sicherlich nicht, nein. Ja, okay, schön. Also falls jemand von euch da Interesse hat, mit der Petra in Kontakt zu treten, unten in der Beschreibung findet ihr die Links zu Petra. Und ja, magst du den Menschen noch was mitgeben mit so von deiner Heilungsgeschichte, von deinem Wissen, was du denen mitgeben kannst auf dem Weg? Mir fällt da spontan der Spruch ein von Oscar Wilde, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Und auch wenn du jetzt gerade eine Herausforderung hast oder wenn du eine lange Krankengeschichte hast oder Herausforderung, seelisch, körperlich, geistig, es spielt keine Rolle, das bist du. Das bist du. Das ist dein Weg, das macht dich so individuell und ich bin sicher, dass du vielleicht, sofern du magst, eines Tages mit deiner Geschichte auch wieder andere Menschen inspirieren kannst, ihre Geschichte zu teilen. Weil das ist das, was den Menschen am meisten hilft. Das ist voll schön, ja. Das stimmt. Das ist echt, das ist die Wahrheit. Wirklich, wenn man sich auf den Weg macht, dann kann man wirklich irgendwann mit seiner Geschichte auch inspirieren. Ja, ich meine, was hat dich am meisten inspiriert? Also mich haben nur, ja, Therapien, ja, schön und gut, haben alle ihre Berechtigungen. Aber zu sehen, mit jemandem mal zu sprechen, der viel Schlimmeres erlebt hat auch als du oder Ähnliches erlebt hat als du, wo du so merkst,
hey, der versteht mich. Also der kann sich da reindenken, ne? So. Ja. Das ist das Beste, was es gibt. Ja. So schön. Ich danke dir, liebe Petra, fürs Mutmachen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute und vielleicht bis bald mal wieder. Ja, vielen lieben Dank. Alles Gute auch für euch und für dich, liebe Jennifer. Bleib dran. Bis dann. Ciao.